Sehr geehrter Herr Dr. Scherf, werter Herr Professor Maron, sehr geehrter Herr Hackler, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich heute Abend hier im Zentrum für Qualität in der Pflege willkommen heißen zu unserem Themenabend Ein Leben, aktives Altern und Verletzlichkeit. Als Vorstandsvorsitzender von einer noch sehr jungen Stiftung freue ich mich natürlich, dass wir heute Abend hier zwei so namhafte Persönlichkeiten bei uns hier haben. Zwei Persönlichkeiten, die den gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Altern und Pflege auf ganz unterschiedliche Art und Weise prägen und begleiten. Und doch, so viel sei vorweggenommen, beide Sichtweisen, sowohl die künstlerische als auch die politische des, ich darf so sagen, Elder Statesman, regen an zu einem grundsätzlichen Perspektivenwechsel in der Pflege. Und auch wir als Stiftung wollen hier zu neuen Perspektiven in der Pflege anregen. Wir forschen hierfür. Wir forschen sehr breit, aktuell in 23 Projekten, und die reichen dann von den Alters- und Pflegevorstellungen einer alternden Migrantenpopulation über den Status quo in der häuslichen Versorgung bis hin zu Aspekten von Teilhabe oder der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in der Altenhilfe. Ältere und pflegebedürftige Menschen im alltäglichen Zusammenleben als Bereicherung wahrzunehmen und deren individuelle Bedürfnisse stärker zu respektieren, darum geht es auch Herrn Dr. Henning Scherf bei seinem Engagement. Wir können den demografischen Wandel nur dann meistern, wenn wir die lebenserfahrenen und pflegebedürftigen Menschen nicht in, und so drücken Sie es aus, Herr Scherf, alten Silos wegsperren. Wir werden im demografischen Wandel nur dann erfolgreich sein, wenn wir ihnen ein Leben mitten in der Gesellschaft ermöglichen. Und wie das funktionieren kann, hat Herr Scherf auf vielfältigen Vortragsreisen in prominenten Büchern beschrieben, und nicht zuletzt, Sie leben es vor in Ihrer alten WG in Bremen. Stets betonen Sie, die Lösung der Pflegemisere liegt nicht im primär monetären, die Lösung liegt im Miteinander der Generationen. Dass dieses Miteinander der Generationen nicht erst in unseren Tagen zuweilen der Reflexion bedarf, zeigt auch der satirische Blick Kurt Tucholskys auf das Alter. In seinem Aufsatz »Der Mensch« schreibt er: »Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind, und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können. Das Miteinander der Generation, meine Damen und Herren, unser Miteinander mit Hilfe- und pflegebedürftigen Menschen ist eine politische und es ist eine ethische Frage. Sie bedarf heute in unseren Gesellschaften des langen Lebens, wie ich meine, mehr denn je der intensiven Reflexion. Ich bin sehr überzeugt, Herr Dr. Scherf wird uns gleich in dieser Hinsicht im Gespräch Ansichten, Perspektiven hierzu geben, wie wir das Miteinander ethisch gestalten können in unseren Gesellschaften. Ich möchte den weiteren Verlauf des Abends deshalb nicht noch länger aufhalten und übergebe für den Diskurs an Frau Daniela Wiesler, die ich sehr herzlich begrüßen möchte, vom Deutschlandfunk. Und Frau Wiesler wird das Gespräch mit Herrn Dr. Scherf und auch mit Ihnen, verehrtes Publikum, führen. Und ich wünsche uns allen jetzt einen nachhaltig anregenden Abend. Vielen Dank. Ich hole Sie. Sie können sich ruhig schon hinsetzen, aber Sie können sich auch schon nämlich stellen. Ganz herzlichen Dank. Erstmal muss ich Herrn Dr. Suhr sagen für diese Begrüßung. Ich freue mich ganz besonders, heute durch diese Veranstaltung führen zu dürfen, weil mich dieses Thema schon lange nicht nur persönlich beschäftigt und mir am Herzen liegt, sondern auch beruflich. Ich moderiere im Deutschlandfunk die Sendung Lebenszeit. Da geht es jede Woche, jeden Freitag um das Miteinander der Generationen, das Sie ja auch schon angesprochen haben, das Älterwerden mit allen Facetten. Insofern bin ich heute auch ganz besonders gespannt auf diesen Abend. Jetzt stehen Sie schon neben mir. Ich wollte das spannend machen dann erstmal, dass ich Sie erstmal so an. Wir wissen, dass wir uns kennen.
Die ehemalige Bundesfamilienministerin und Gerontologin der ersten Stunde, Professor Ursula Lehr, hat einmal ein, wie ich finde, sehr kluges Zitat geprägt. Sie hat gesagt, es kommt nicht so sehr darauf an, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Und der Mann, der jetzt neben mir steht und auf den wir uns alle besonders freuen, lebt das wie kaum ein anderer. Denn die aktive, tatsächlich aktive Gestaltung des Alters ist Ihnen, Herr Scherf, extrem wichtig für sich selbst persönlich und auch immer für alle Menschen um Sie herum, für alle anderen älteren Menschen. Die Chancen des Alters zu nutzen, das haben Sie schon in Ihrer Zeit als Bremer Bürgermeister immer unterstützt. Und Sie haben sich auch in vielen Veröffentlichungen mit Altern, Pflege und neuen Wohnmodellen beschäftigt. Und das jüngste Buch, das Sie alle lesen müssen, unbedingt, doch, ist Altersreise, wie wir alt werden wollen. Darum beschreiben Sie Ihre Mitwohnerfahrungen in verschiedenen Demenzpflegewohngruppen. Jetzt sage ich noch kurz, was Sie alles so machen, weil das, was Sie sagen, Herr Dr. Sohn, ist ja genau richtig, Herr Scherf, und deswegen ist er ja heute auch hier, macht ja unendlich viel, um dieses aktive Alter tatsächlich auch vorzuleben. Also ich habe mir rausgesucht, das fand ich mit am spannendsten, dass Sie Lesebotschafter sind in Grundschulen, dass Sie Vorstandsvorsitzender von PanIArte sind, das macht Ihnen auch große Freude. Noch größere Freude, weiß ich, ist, dass Sie der Präsident des Deutschen Chorverbandes sind. Er könnte uns auch was vorsingen gleich, wenn das später dann gewünscht ist. Zusammen. Das machen wir am Ende, wenn noch Zeit ist. Und Sie sind, das ist für den heutigen Abend wahrscheinlich mit das wichtigste Schirmherr der Hilfsorganisation HelpAge Deutschland, die sich in der ganzen Welt für alte Menschen weltweit einsetzt. Und alles, was Sie tun, all diese Dinge und alles andere, tun Sie mit ganzem Herzen und deswegen mit ganz großer Begeisterung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute Abend dieses Gespräch zusammenführen können. Jetzt dürfen Sie Platz nehmen, dort rechts vielleicht. Ja, Herr Scherf. Da? Ein Leben, aktives Altern und Verletzlichkeit ist der Titel des heutigen Themenabends. Und über diese beiden Pole innerhalb eines Lebens wollen wir jetzt sprechen. Aktives Altern, das ist ja so ein Schlagwort. Die Suche nach wirklich realistischen Altersbildern beschäftigt ja viele, viele Menschen bis hin zu alten Berichtskommissionen der Bundesregierung nach wirklich realistischen Bildern, weil dieses Bild der rotwangigen, strickenden Omi und des pfeifeschmauchenden Opas im Lehnsessel, das sind uralte Bilder. Die neuen Bilder, die jetzt oft heraufbeschworen werden von braungebrannten, dauerlächelnden Senioren, die mit 99 noch promovieren und mit 80 Extremsport im Himalaya betreiben, sind das andere Extrem. Ist das realistischer oder ist das Alter nicht vielmehr auch Beschwernis und Verletzlichkeit? Also dieser sechste Altenbericht, das ist wirklich eine super Quelle. Herr Hackler kennt die in- und auswendig. Ich kenne nichts Vergleichbares an umfassender und gründlicher Aufarbeitung der traditionellen Altenbilder und an einem wirklich offenen Blick auf diese Buntheit unserer Gesellschaft. Und es ist natürlich Blödsinn, die Klischees von früher gegen die Klischees von heute auszutauschen. Das macht nichts. Macht keinen Sinn, sondern wir wollen nicht in Klischees leben, sondern wir wollen wirklich leben, so wie wir Lust haben. Jeder für sich und jeder auf seine Weise. Es wäre doch bescheuert, wenn wir alle nach dem gleichen Vorbild uns orientierten. Jeder hat seine Biografie und jeder trägt natürlich seine Biografie, wenn er ins Alter kommt, mit sich und hat da was ganz Individuelles. Und der eine, der hat Lust, was Neues zu entdecken und der andere, der denkt immer nur an gestern und an vorgestern, was alles schön war, die gibt's. Und der eine will unbedingt, so wie ich, mit vielen Leuten und auch mit bunten Leuten, auch mit jungen Leuten zusammen sein. Und der andere fühlt sich wohler, wenn er irgendwie nur unter seinesgleichen ist. Ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen Stereotypen und müssen wirklich den Reichtum dieser älter werdenden Gesellschaft, das ist doch das Faktum. Wir werden alle älter, wir haben die große Chance, ein langes Leben zu führen. Und dieses lange Leben, das ist voller Überraschung. Das ist voller Entdeckungen und voller Möglichkeiten, voller Chancen, sagt der Altenbericht auch. Und ich möchte gerne diese Chancen nicht einfach so irgendeinem Geschäftemacher in die Hand drücken oder irgendeinem Werbefuzzi in die Hand drücken. Nein, ich möchte die so bunt wie möglich machen und möchte natürlich selber möglichst viel davon mitkriegen.
Sie haben Sie in Ihrem neuen für Ihr neues Buch haben Sie mehrere Wochen in verschiedenen alten WGs, Demenz-WGs auch gewohnt. Ich glaube, 8 waren es, oder haben Sie teilweise bis zwischen zu 2 Wochen gelebt? Also ich habe eine Liste von über 1000, aber die schaffe ich nicht. Aber 15 haben Sie schon abgearbeitet. 15 habe ich schon intensiv, das heißt mindestens eine Woche, in der Regel 14 Tage, richtig gewohnt. Das heißt, Sie haben dort mitgewohnt, haben den Alltag mitbekommen und persönlich haben Sie sich ja mit Ihrer Frau Luise vor 25 Jahren waren es jetzt schon, ne? Ende 40, dafür entschieden, in eine Wohngemeinschaft, Hausgemeinschaft, oft wird sie als berühmteste WG Deutschlands bezeichnet, mit 6 Freunden zu ziehen. Wie hängt denn Ihrer Meinung nach Wohnen und Leben mit dem aktiven Gestalten des Alters zusammen? Welche Verbindung gibt es da? Das ist eine Schlüsselfrage. Ist nicht die einzige, aber ganz wichtig. Also Arbeiten ist wichtig, Kreatives ist wichtig, aber Wohnen ist auch ganz wichtig. Und Sie müssen sich klar machen, über 50% in Deutschland wohnen inzwischen in Single-Wohnungen. Und ich vermute, die große Mehrheit davon ist alt. Und die allermeisten machen das nicht, weil es ihnen so gut gefällt, sondern weil die das als Schicksal erleben. Weil die Kinder sind weg, viele sind in Berlin und die haben die Eltern irgendwo auf dem Land gelassen und dann stirbt einer von den beiden. Meistens stirbt der Mann zuerst und dann leben die Frauen, die Mütter, alleine in der oft zu großen Wohnung, weil das ja eine Wohnung oder ein Haus ist für Familie. Angelegt und plötzlich sind sie ganz allein. Stellen Sie sich das mal beim Bauernhof vor. Ich schätze, jeder zweite Bauernhof in Deutschland wird nicht mehr für Landwirtschaft genutzt, sondern da lebt jemand ganz alleine. Und da sollen alte WGs rein, das ist kompliziert. Das ist kompliziert. Das ist jedenfalls nicht nur schön. Also das ist auch riskant und das ist auch ungemütlich und das ist auch bedrohlich. Und ich glaube, dass der Kompetenzverlust, wenn ich alleine bin, dramatischer sich entwickelt, als wenn ich, so wie wir, im Mehrgenerationenhaus lebe, wo ständig was los ist, wo ständig jemand Neues reinkommt, reinplatzt, Ideen hat, Anregungen hat, einen mitnimmt. 2 von uns haben jetzt im letzten Jahr einen Schlaganfall bekommen. Wenn die alleine geblieben wären, würden die heute nicht mehr reden. Die sind nur dadurch, dass sie mittendrin sind und immer wieder angesprochen werden, sind die über ihre Sprachverzögerungen und ihre Wortfindungsschwierigkeiten, die hatten sie ganz unübersehbar. Sie litten auch darunter. Sie sind darüber weggekommen, dadurch, dass wir ständig geredet haben. Wir haben sie nicht auf ihre Fehler angesprochen, sondern wir haben allesamt, besonders die Kinder, die waren da sehr hilfreich, die haben das, was die noch konnten, abgerufen. Und plötzlich ging das, plötzlich konnten die das. Ich habe beobachtet, der eine ist Priester, der hat es aufgegeben zu predigen, weil er Angst hat, dass er gemerkt wird, dass er beobachtet wird über seine... Wenn er mit Kindern zusammen ist, vergisst er seine Sprachstörung. Dann fängt er wieder an, schneller zu reden. Dann denkt man, was ist denn das? Ist das plötzlich vergessen? Also ich beobachte richtig in der Nahperspektive, dass es ein Segen ist, wenn man mit Leuten zusammen alt werden kann, die einem vertrauen, die einem auch noch was zumuten. Wir sind nicht alle in der SPD, wir sind nicht alle Politfunktionäre, sondern im Gegenteil, die sind zum Teil strikt dagegen. Je bunter, umso besser und je bunter, umso anregender. Und das hält mich mobil und das würde ich unter keinen Umständen aufgeben. Aber ich finde, mindestens so, lieber Hackler, mindestens so wichtig ist, etwas dazu tun, dass es gar nicht erst zur Pflege kommt. Und da erlebe ich an mir selber, dass das umso eher gelingt, als man mittendrin ist, als man angeregt wird und merkt, Mensch, ich habe ja noch Möglichkeiten. Ich kann mich, da hinten ist eine Dame, die traut sich nicht, weil sie nicht gut laufen kann, hier in die erste Reihe. Das wäre eigentlich ein schöner Erfolg, dass ich die davon überzeugte, hier wird niemand gucken, wenn sie mit ihrem Gehproblem in die erste Reihe kommt, weil das gehört dazu, dass ich mit meinem Kompetenzverlust trotzdem offensiv umgehe, dass ich das, was ich noch habe, dass ich das nutze. Ich habe mir eben anstecken lassen, dieses Alzheimer-Emblem. Das geht sogar mit Alzheimer-erkrankten Leuten. Können Sie sich das vorstellen? Also wo alle Welt denkt, bei Alzheimer, da hört alles auf. Da ist die Kommunikation vorbei, da bricht alles zusammen, da geht gar nichts mehr gemeinsam.
Ich kenne Alzheimer erkrankte Leute, die in solchen Strukturen, viele kenne ich, nicht nur wenige, die das mit ihrem Alzheimer erkrankt sein anders leben können, wenn sie um sich herum Menschen haben, die sagen, wir nehmen dich so, wie du bist. Und wir denken uns in deinen Kopf rein und wir freuen uns über deine Kreativität. Wenn du dann plötzlich anfängst zu malen, dann finden wir das toll, was du malst. Weil das zeigt, dass du noch was loswerden willst und dass du noch was machen kannst. Und wenn der Betreffende das merkt, dass er mit dem, was er noch kann, ja, angesehen ist, ankommt, dann geht es dem auch besser. Mhm. Dann hat er Mumm, dann hat er wieder Lust, dann macht er auch was. Man kann sogar mit Alzheimer noch neue Sachen machen. Können Sie sich das vorstellen? Ich kenne Alzheimer-Erkrankte, die in ihrem ganzen Leben lang nicht gemalt haben. Und erst als sie Alzheimer erkrankt wurden, haben sie das Malen entdeckt und plötzlich sind die begeistert. Wir haben eine Ausstellung gemacht mit Alzheimer Bildern und dann Picasso daneben und Miró daneben und so. Man konnte gar nicht unterscheiden, was von Picasso war und was von den Alzheimer. So gute Sachen waren da. Und die Leute haben Schlange gestanden, um das zu sehen. Das ist doch eine Chance. Das kann man doch nicht einfach wegschließen. Das kann man doch nicht einfach irgendwo an den Rand der Stadt verdrängen und sagen, nun seht mal zu, dass ihr die Pflege organisiert. Nein, ich möchte sie, solange es irgend geht, in der Mitte in der Gesellschaft halten. Wenn man sie so hört, dann begeistern sie Menschen und dann würde man sich direkt auch in eine, also in so eine WG-Gemeinschaft einmieten oder eine eröffnen. Sie werden dennoch ja oft kritisiert oder werden mit der Kritik konfrontiert, dass diese Visionen von alternativen Wohnformen so eine Art Potemkinsche Dörfer oder zumindest Leuchttürme sind, dass ganz viele Menschen wieder dieses Potemkinsches Dorf ist nicht so schön. Ja, aber Leuchtturm, das klingt gut. Aber es sind einige wenige. Wie viele Menschen können sich das leisten? Wie viele Menschen machen sich frühzeitig bewusst, dass sie dort hinkommen? Von den monetären Fragen noch mal ganz zu schweigen. Ist die Realität der meisten Menschen nicht tatsächlich ein bisschen die Abgeschiedenheit in ländlichen Demografiefallen oder eben die Vereinsamung in den Städten? Nun mal alles schön nacheinander. Also Sie sagen, das können sich nur Wohlhabende leisten. Das stimmt nicht. Sondern ich kenne Leute, die ganz wenig Geld haben, die unterhalb von Hartz IV, bei uns lebt übrigens auch einer, der weniger als Hartz IV hat, mein lebenslanger Freund, ein ewiger Student, darum hat er so eine geringe Rente, die mit ihrem wenigen Geld, gerade weil sie was gemeinsam machen und weil sie gelernt haben zu teilen, besser klarkommen, als wenn sie alleine wären. Ich kenne auch in Berlin ganz, ganz, ganz einfache Projekte. Ich bin in Friedrichshagen mit einem Projekt vertraut, das sind 40 Leute, da ist ein Busfahrer dabei, da ist eine Krankenschwester dabei, da ist eine 40-jährige Frau dabei, die ein Hirnbluten gehabt hat, die jetzt wie eine 10-jährige ist. Die wird da integriert. Da sind 17 Kinder dabei. Da ist ein alter Pastor dabei, der hat als alter Pastor entdeckt, dass er jetzt verantwortlich ist für die Kinder. Der macht da jeden Tag, macht er für die irgendein Süppchen oder irgendein Gerät oder so. Die ganzen Kinder kommen da zusammen. Der blüht da auf. Das war eigentlich ein Typ, der hängt so ein bisschen durch. Wenn man den allein lässt, wird er depressiv. Die Kinder, die lassen den nicht Reißen depressiv ihn da raus werden. Immer wieder, ne? Die bringen den in Schwung. Und das ist in Friedrichshagen. Friedrichshagen ist ja ein schönes Stück Berlin. Und die haben da drei schöne Holzhäuser gebaut. Ich bin aus dem Staunen nicht wieder rausgekommen. Mit ihrem wenigen Geld haben sie sich zusammengetan und je nachdem, je nach Größe, versucht, 200 Meter vom Müggelsee entfernt. 500 Meter von der S-Bahn entfernt, mittendrin in diesem schönen alten Stadtteil. Ist das ein Stadtteil? Wahrscheinlich war das früher eine selbstständige Stadt. Wunderschön, ich kannte das früher gar nicht. Ich dachte immer, nach Köpenick hört die Welt auf. Nein, da kommt noch das schöne Friedrichshagen. Ein wunderschöner Platz. So was gibt es hier auch. Und ich bin sicher, das gibt es nicht nur einmal, das gibt es in großer Zahl. Und da hat eben nicht in erster Linie mit dem Geld zu tun, sondern in erster Linie damit zu tun, dass man wirklich bereit ist, sich auf andere auch ein Stück zuzubewegen. Es gibt ja Leute, die Angst haben vor anderen, die sagen, lieber niemanden kennen, als irgendeinen, mit dem ich Stress habe. Dann sitzen sie in der Falle. Also diesen Schritt, den muss man schon hinkriegen. Ich sage, ich will mich mal umgucken und mal gucken, ob ich nicht vielleicht irgendwo reinpasse. Und wenn ich dann das Glück habe, Leute zu finden, die mit mir sich vertragen, dann kann ich ganz wunderbare Erfahrungen machen. Jetzt sind das ja schon mehrere Generationen, die Sie zusammen leben, Sie und Ihre Freunde, Sie sind zusammen alt geworden.
spielt Pflege ein bisschen älter geworden, ganz nur ein bisschen. Spielt Pflege da eine Rolle? Haben Sie darüber gesprochen? Haben Sie das vorbereitet? Ja, wir haben immer davon gesprochen, bevor wir angefangen haben, aber wir sind dann wirklich trotzdem überrascht worden, als nach 2 Jahren Zusammenleben die erste todkrank wurde. Wir dachten, uns gelingt das allesamt bis 95 fit zu bleiben. Klappte aber nicht. Und dann haben wir mit langen, langen, wirklich sehr, sehr ernsten Gesprächen immer mit ihr zusammen das so geklärt, dass sie wollte, ich bleibe hier bei euch. Wir machen das zusammen. Ihr holt keine fremden Pflegekräfte, sondern wir schaffen das zusammen. Wir haben gesagt, wir brauchen aber einen Arzt, haben wir einen ambulanten Mediziner um die Ecke gefunden, der Palliativmedizin kann. Das kann man alles ambulant machen, dazu muss man nicht in die Klinik. Wir haben dann, als ich bettlägerig wurde, auch uns ausgeliehen von einem Pflegeheim, so ein Pflegebett mit Pflegematratzen. Und die haben uns beigebracht, wie man verhindert, dass es zu Liegegeschwüren kommt. Sie ist ohne ein Liegegeschwür über die verbleibende Zeit gekommen. Ja, und dann haben wir alle gelernt, wie das geht. Sie hat uns beigebracht, wie wir sie pflegen. Auch uns Männern. Das geht alles. Das hat doch nichts mit Genen zu tun. Das hat doch nichts was mit Diplomen zu tun. Sondern wenn Sie eine ärztliche Begleitung haben und der passt richtig auf und zeigt einem, was notwendig ist, um eine Schmerztherapie wirklich rund um die Uhr verlässlich zu machen. Wenn sie dann, sie hatte Krebs, wenn sie dann auch die ganzen Chemo, alle ambulant, haben wir alle ambulant gemacht. Wenn, die wollten das auch, dass das ging, dass das ambulant ging. Immer einer dabei. Sie hat bis 3 Wochen vor ihrem Tode noch auf der Bühne Theater gespielt, im Rollstuhl. Sie wollte nicht aufgeben. Musste immer einer von uns dabei sein, immer einer mitgehen, weil das ging gar nicht allein. Ja, das ist eine so intensive Form von Nähe. Und eine so intensive Form von Vertrauen, das kann man eigentlich sonst nur in der Ehe erleben. Und das hat bei uns bewirkt, dass wir sind ja 10 insgesamt, dass wir 9 mit ihr ganz eng zusammengerückt sind, ganz vertraut geworden sind. Als sie dann starb, passierte ein paar Wochen später, dass ihr älterer Sohn, der auch bei uns lebte, auch todkrank wurde. Hatten wir überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass wir nun auch noch ein erwachsenes Kind, kann man gar nicht mehr sagen, einen erwachsenen Sohn mitpflegen müssen. Aber dann hat er sich gewünscht, darf ich bei euch bleiben, wie meine Mutter. Und dann haben wir gesagt, klar, wir lassen dich doch jetzt nicht alleine. Es hat fast 5 Jahre gedauert. Wir haben also 7 Jahre in diesem Haus diese beiden begleitet. Und bei dem Sohn ist uns was ganz Wunderbares passiert, dass die schon ausgezogenen, erwachsenen Kinder und ihre Freunde, die eigentlich schon alle Tschüss gesagt hatten, plötzlich sagten, das ist doch unsere Generation, wieso überlassen wir das unseren Eltern oder unserer Elterngeneration? Und dann haben die mitgemacht. Die hatten also fast immer eine Handvoll, manchmal sogar ein Dutzend von jungen Erwachsenen, die bereit waren, Nachtdienst zu machen. Da waren 2, die Medizin studierten, die hatten richtig Ahnung. Einer hatte Zivildienst gemacht, der war Pfleger gewesen. Der hatte über seine Zivildienstkompetenz richtig was drauf. Also die waren besser als wir. Hat sie das aufgerüttelt damals? Also dass sie, das waren ja, der Krebs kam ziemlich überraschend, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat sie das so ein bisschen dafür sensibilisiert, jetzt wo sie alle älter werden, im Vorfeld schon ein bisschen weichen zu stellen oder mit bei Pflegediensten, ambulanten Pflegediensten vorzufühlen? Also haben Sie einen Plan, wie es bei Ihnen weitergeht? Ja, wir haben, das hat nun auch schon im Spiegel gestanden, wir haben mit der Bremer Heimstiftung, unserem kommunalen großen Träger, da war ich nun früher sogar auch Vorsitzender, darum kenne ich die alle sehr gut, wir haben einen Vertrag mit denen gemacht. Im Spiegel steht drin, der erste Vertrag, den eine Wohngemeinschaft mit so einem ambulanten, die haben aber auch stationäre Angebote, Träger macht. Die haben uns angeboten, von jetzt mit den ersten beiden Schlaganfallsfällen, das sind so Alarmknöpfe, die beiden tragen, kostet 16,50, ich weiß nicht, ob das Berliner Sätze sind, aber ich halte das irgendwie für einen fairen Betrag, also es ist kein ausbeuterisches Geld, ja, monatlich. Dass die wirklich immer so einen Knopf am Handgelenk haben und
befürchten ja, dass irgendwann der zweite Schlaganfall kommt und sie dann nachts das erleben und dann womöglich auf der Toilette oder keiner da ist und wer weiß, ob die dann überhaupt noch zum Telefon kommen und so. Das ist für die richtig wichtig jetzt, das haben sie, das ist der Anfang. Und dann haben sie gesagt, wir sind bereit, wenn ihr dann nun nicht mehr das eine machen schafft, euch auch jemanden anzubieten, der bei euch sauber macht, dann kann der aber auch einkaufen mitgehen, euch mithelfen, wenn ihr das wollt. Dann kann er euch auch helfen beim Kochen, wenn ihr das wollt. Solange wir das selber wollen, wollen wir da keinen dabei haben, sondern nur, wenn wir nicht mehr können. Dann haben sie auch gedacht, wir sind auch bereit, euch zu begleiten, wenn ihr dann raus wollt, nicht mehr könnt. Wenn ihr also die frische Luft wollt, jetzt bei diesen wunderschönen Sommertagen, da wünsche ich ja jedem, dass der mit seinem Rollstuhl oder mit seiner Gehhilfe oder mit seinem Lahmflunk, wie sie da hinten, dass er rauskommt und plötzlich teilhabt an dieser wunderbaren grünen Natur und diesem herrlichen Beginn des Sommers. Bieten die an, kriegen wir auch hin. Und dann bieten sie immer auf Abruf an, wenn wir dann wirklich Pflege brauchen, professionelle Pflege, dann stundenweise, einen Tag in der Woche, jeden Tag in der Woche. Wenn es schwieriger wird, vormittags und dann wird das eine Stunde. Wenn das nicht mehr geht, bieten sie an, dass sie eine ganze Person, einen ganzen Tag bei uns lassen. Müssen wir auch bezahlen. Wenn das nicht mehr reicht, müssen wir eine Wohnung freimachen. Haben wir nun auch schon geplant, dass unsere Gästewohnung, dass die dann sich da einquartieren können. Und dann haben wir rund um die Uhr, 7 Tage der Woche, jemanden im Haus, der sich zutraut, wenn wir alle bettlägerig sind, nicht mehr aus dem Bett ohne fremde Hilfe kommen, alle, also Pflegestufe 3 sind, sag ich mal so ganz einfach, alle 10, dass wir dann trotzdem in diesem Haus bleiben. Und der Preis, weil das auch alles ja eine Frage von, wenn also dieser unglücklichste Fall aller denkbaren Fälle eintreten sollte, dass wir nun alle fest bettlägerig sind, dann wollen die von uns allen zusammen im Monat 20.000 Euro haben. Das ist ein Drittel von dem, was man bei der Pflege rundum als Alleinliegender heute bei uns in guten Einrichtungen zahlen muss. Wir finden, dass im ersten Augenblick haben wir gedacht, oh Gott, das ist ja wahnsinnig viel Geld. Und dann haben wir überlegt, da geht dann die Pflegeversicherung dagegen. Wir kriegen ja dann Pflegestufe 3, da kriegt man ja einen festen Satz. Da werden wir natürlich alle so. Und dann die ärztlichen Leistungen und so kriegen wir über die Krankenkasse finanziert. Also diese 20.000 müssen wir nicht insgesamt aus unseren Renten bezahlen, sondern einen noch zu konkretisierenden Teil. Wir glauben, dass wir das insgesamt schaffen. Auch der mit seinen 630 Euro Rente wird da nicht allein gelassen. Und Sie können in Ihrer gewohnten Umgebung bleiben, ne? Da, wo alle, Sie schon lange gewohnt haben. Und wie das mit den Jungen weiter klappt, das weiß doch keiner genau. Ob die nicht alle ausreißen, wenn wir plötzlich ja alle bettlägerig sind. Das ist ja alles, wir leben zusammen, aber wir lassen uns doch nicht von denen schriftlich geben, dass sie bei uns bleiben, wenn wir alle bettlägerig sind. Das bringt sowieso nichts. Einklagen kann man das nicht, was soll das? Also wer dann noch von den Jungen da ist, das weiß keiner. Wir hoffen natürlich, dass wir da immer auch 2, 3, 4 Junge dabei haben. Aber selbst wenn die alle nicht mehr da sind, kriegen wir auf so eine Verabredung hin, so einen Vertrag hin, die Zusicherung, dass wir in unserem Haus, das wollen wir gerne, in unserem Haus mitten in der Stadt, ich bin eben hier mit der Straßenbahn hergekommen, also so mitten, wie man hier in Mitte wohnen kann, so wollen wir mittendrin bleiben. Und das geht, das kann man organisieren. Und ich hoffe, dass sich das rumsprechen wird. Und lieber Herr Hackler, ich hoffe, dass das auch stilbildend wird, dass wir es schaffen, vor der Bundestagswahl klappt das nicht mehr, aber irgendwie geht es ja dann nach der Bundestagswahl weiter, das wissen wir ja alle, dass wir es wirklich schaffen, die Pflegeversicherung so zu reformieren, dass dieses möglich wird, das, was ich eben sage, weil ich den Eindruck habe, dass die große Mehrheit der Leute sich das wünscht.
die ganz große Mehrheit wünscht sich zu Hause. Das sagen ja auch alle Umfragen, die gemacht werden, dass die Menschen zu Hause in der häuslichen Umgebung alt werden möchten und dort auch sterben. Für viele ist es eine richtige Katastrophe, wenn sie, weil sie nicht mehr können und keine anderen Alternativen mehr haben, dann aus dem Krankenhaus direkt in eine Pflegeeinrichtung überwiesen werden und da sind sie dann plötzlich in einem Platz, den sie eigentlich nicht wollten. Also die große Mehrheit wünscht sich was anderes und ich hoffe, dass wir das in der Politik hinkriegen mit Geduld. Man muss auch dicke Bretter bohren können, das geht nicht alles gleich beim ersten Anlauf. Man muss auch Erfahrungen lernen, man muss auch Konsense bilden können, das weiß ich alles, das bin ich zu lange im Geschäft gewesen. Aber ich hoffe, dass das wirklich in den Köpfen auch derjenigen in Berlin ist, die da nun nach der Bundestagswahl war, weiter basteln an dieser großen Aufgabe. Und ich hoffe, dass das zu einer Lösung kommt, dass solche Wünsche, wie ich sie nun hier artikuliere und wie ich sie nun auch für andere artikuliere, dass die dann auch nicht einfach finanziell unterausgestattet sind, sondern mindestens gleichermaßen wie stationäre Angebote finanziert werden. Ich wünsche mir, dass wir den Leuten entgegenkommen, auch gerade wenn sie pflegebedürftig sind und dass wir sie so nehmen, wie sie gewohnt sind oder wie sie vertraut sind, dass man mit ihnen umgeht. Und ja, darum ist das auch mit der Sprache so wichtig. Es ist entsetzlich, wenn ambulante Pflegedienste Pflegehelferinnen beschäftigen, die nicht Deutsch können. Die werden dann hingeschickt und die können die Leute nicht verstehen. Da kommt ja jemand, der kann so ein großes Herz haben. Aber wenn der gar nicht mit ihnen kommunizieren kann, dann weiß er doch gar nicht, wen er da vor sich hat und was die Person sich wünscht. Und dabei ist das Reden so wichtig. Nicht nur das Windeln ist wichtig, das Reden ist wichtig. Das Dabeisitzen, Handhalten ist wichtig. Das Streicheln ist wichtig. Wenn Sie Sterbebegleitung machen, dann müssen Sie da sein und dann müssen Sie Zeit haben, um die Lippen nass zu machen. So ganz simple Sachen, aber ganz behutsam. Sie können da nicht ruppig sein. Sie können da nicht plötzlich freche Reden halten oder freche Lieder singen oder so, sondern Sie müssen was wissen über die Person, damit die auch sich begleitet fühlt. Verstehen Sie? Pflege ist was ganz Komplexes. Pflege ist was, das ist so schade, dass die Pflege so schlecht bezahlt wird, weil die Ausbildung natürlich gar nicht das alles schaffen kann und weil natürlich auch die Bezahlung das irgendwie gar nicht widerspiegelt. Also ich bin dafür, dass man in Pflege investiert, aber auch in die Ausbildung schon investiert, in die Qualifizierung investiert und dass man da wirklich mit Menschen zu tun hat, die nicht einfach nur unter Stress da ihre Stoppuhraktivitäten abreißen müssen. Das ist ja quälend, das ist ja entsetzlich, wenn sie das Gefühl haben, ich bin ständig überfordert, ich renne hier von einer Katastrophe zur anderen und weiß gar nicht, ob da nicht im nächsten Zimmer oder im übernächsten Zimmer noch eine größere Katastrophe ist. Furchtbar. Darum ist ja auch der Wechsel bei Pflegeberufen so häufig. Es gibt ja viele, die gar nicht lange bleiben. Ich habe mir 2 Jahre gemerkt, stimmt das eigentlich? Ist ein bisschen besser? 8 Jahre, guck an. Gut, dann hat sich das verbessert. Also die Leidensfähigkeit in der Pflege war doch nicht tot. 2 Jahre. Da dachte ich, meine, 2 Jahre, das ist ja schlecht. Wir müssen doch den Leuten eine lange, lange Lebensperspektive. Wir brauchen doch die Erfahrenen. Und die müssen auch gerne dahin gehen können. Und so. Verstehen Sie? Weil sie dann diese Kompetenz mitbringen, die so dringend notwendig ist. Ich wünsche mir so von Herzen, dass der Pflegeberuf von einer Notadresse, der ist ja im Augenblick noch, haben wir auch zu wenig Pflegerinnen und Pfleger. Wir haben einen Mangel, richtig. Wir müssen richtig aufpassen, dass wir da nicht in eine Pflegekatastrophe reinrutschen, weil wir zu wenig fachlich qualifizierte Leute haben. Ich wünsche mir so sehr, dass das eine anspruchsvolle Arbeit wird. Darf ich noch etwas anderes sagen? Bei der Demenz, beim Alzheimer ist das genauso. Das ist ja nicht nur ein medizinisches Problem. Manchmal denke ich sogar, das Geringste ist der medizinische Anteil. Die Mediziner wissen überhaupt nicht, wo das herkommt, haben auch keine richtigen Therapien. Glauben Sie bloß nicht, dass die das heilen können. Manche behaupten, sie können es heilen. Es gibt noch keine richtige, angesehene, akzeptierte und verlässliche Therapie. Die Mediziner stehen vor einer riesengroßen Herausforderung und sind noch nicht
Herr dieser Herausforderung. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne jemandem zu nahe zu treten. Was bleibt? Der ganze übrige Teil ist umso wichtiger. Wenn die Mediziner nicht mehr weiter wissen, dann sind die anderen, die sagen, aber wir bleiben zusammen. Wir leben zusammen. Wir teilen. Ich sorge dafür, dass du jetzt nicht verzweifelt bist, dass du nicht zusätzlich noch depressiv wirst oder dass du, was weiß ich, einsam wirst oder so. Ich halte dich in der Gesellschaft. Das sind komplexe Aufgaben, die sind nicht allein medizinisch definiert. Also ganz wünsche ich mir, dass sich das aufwertet. Eine ganz komplexe Sache ist auch, Sie haben ein starkes Plädoyer abgegeben für die häusliche Pflege. Zwei Drittel der Menschen werden ja auch in der häuslichen Umgebung versorgt. Aber wir haben in Deutschland gerade eine Diskussion über die Frage, wie kann denn die Qualität von Pflege, auch der häuslichen Pflege, besser sichergestellt werden? Lautet die Antwort dann mehr Kontrolle durch den Staat? Ich finde bei den Kontrollen so gut, dass ich habe ja da mitgemacht. Ich war ja im Vermittlungsausschuss und habe ja diese Gesetze alle mitberaten. Darum kann ich gar nicht so richtig schimpfen. Also das fällt mir immer wieder auf die eigenen Füße. Ich finde, das läuft in die verkehrte Richtung. Ich finde, die Kontrollen in der Pflege sind inzwischen eine richtige Belastung geworden für die pflegenden Berufe. Ich kenne hoch engagierte Pflegepersonen, die sagen, 50% unserer ganzen Arbeitszeit geht eigentlich nur damit flöten, dass wir dokumentieren müssen, belegen müssen, unsere Korrespondenzen erfüllen müssen. Wir sind mehr am Schreibtisch als in den Zimmern und am Bett oder mit den Menschen zusammen. Und das ist doch anstrengend. Also wir wollen doch da nicht über bürokratische Prozesse fördern und wollen doch die Leute nicht wegholen von den Menschen, sondern wir wollen sie doch bestärken, dass sie so viel Zuwendung und auch Liebe, also so viel Menschliches wie irgend möglich an Dienstleistungen mobilisieren können und wollen sie eigentlich frei halten von Bürokratie. Und leider ist uns das nicht so richtig gelungen. Und es ist eine ganz schwierige Balance zwischen Selbstbestimmung und Teilhabe auf der einen Seite und Fürsorge und Verantwortung für eine Person mit Einschränkungen. Wie man das hinbekommt, darüber zerbrechen sich viele Menschen den Kopf. Auch hier gerade im ZKP gibt es seit Anfang des Jahres eine Perspektivenwerkstatt Qualität in der häuslichen Versorgung. Der Ergebnisbericht der Expertenkommission wird nach der Sommerpause veröffentlicht. Was denken Sie, wie kriegt man denn diese Balance hin, die Fürsorgepflicht? Durch eine qualifizierte Ambulanz. Also ich finde, die Ambulanz, ohne die geht es nicht. Also zu glauben, das machen die Leute alles alleine, das ist nicht korrekt. Also da drückt sich einer für um das Problem, wenn er das behauptet. Nein, wer wirklich zu Hause mit Pflegearbeit zu tun hat, schwieriger Pflegearbeit, jahrelanger Pflegearbeit zu tun hat, mit Sterbenden zu tun hat, der braucht Unterstützung. Qualifizierte Unterstützung. Und das schaffen nur qualifizierte ambulante Dienste. Und die sind wichtig. Und die gibt es ja nun auch jede Menge überall. Also ich vermute in Berlin mindestens 1000. Bei uns in Bremen gibt es über 300 solche selbstständigen Adressen. Das sind selbstständige, also Frauen oft, die früher als Krankenschwester gearbeitet oder als Altenpflegerin gearbeitet haben, die sich selbstständig machen und die dann richtig mit ihrer Dienstleistung und ihren kleinen Autos, daran erkennt man die immer, dass die da mit so kleinen Autos mit bunten Firmennamen, die erfinden dann irgendwelche bunten Firmennamen, überall rumsausen und von einer Wohnung zur anderen sausen. Ganz wichtig. Und die möchte ich natürlich stützen. Also ohne die kommen wir überhaupt nicht klar. Denen möchte ich eine verlässliche Arbeit und auch Lebensperspektive, auch wirtschaftliche Lebensperspektive verschaffen. Ich möchte die auch stärken, dass die Bürokratiebelastung schaffen. Die müssen das ja aushalten. Ich kenne viele Pflegewohngemeinschaften, die haben sich nur auf solche ambulanten Dienste eingelassen und die bieten dann auch an, dass sie das ganze Bürokratische abrechnen mit der Pflegekasse und mit der Krankenkasse, alles abnehmen, sodass die Angehörigen oder die da in der Pflegewohngemeinschaft sind, nichts mit Bürokratie am Hut haben, was eine wunderbare Entlastung ist. Ja, die müssen aber auch die das machen, diesen Dienst, das können und schaffen. Ich weiß, das gelingt vielen,
aber ist noch längst nicht optimal, noch längst nicht ausreichend. Also da sind wir noch richtig am neue Felder entdecken. Also das ist ein, ich denke, das ist ein wachsender Markt, der dramatisch kompliziert ist, der große Probleme hat, genügend also Leute zu finden, die sich da engagieren. Und wir sind alle angewiesen auf die. Also da sein Hauptaugenmerk drauf zu richten, das rate ich allen, die in Berlin und wo immer, in den Landeshauptstädten und wo überall über die Zukunft der demografisch veränderten Gesellschaft mit den einfach statistisch zunehmenden Pflegefällen. Das kann man ja gar nicht übersehen. Wir werden, weil wir immer älter werden und immer mehr sind, werden auch immer mehr von uns gebrechlich und haben dann Unterstützungsbedarfe. Das ist, glaube ich, nicht wegzuretuschieren. Das ist unübersehbar geworden. Darauf intelligente Antworten zu finden, das wünsche ich uns allen. Wir sind sehr gespannt auf den Bericht dann auch, den das ZKP vorlegen wird. Ich gucke schon auf die Uhr, ich wusste, dass es mit Ihnen so werden würde. Genau. Ja, mal los. Es ist so spannend. Aber wenn wir heute Abend von einem Leben sprechen, dann bedeutet das ja auch das Ende dieses Lebens. Ja. Den Tod, vorher das Sterben, eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Aber warum tun wir uns so schwer mit dem Sterben? Sind wir Hyperindividualisten überhaupt heute noch in der Lage, richtig zu sterben? Denn der Tod ist ja eigentlich die größte Kränkung des auf sich selbst bezogenen Lebens. Ich glaube, das ist ein ganz langer Prozess. Früher, als wir alle noch fromm waren und alle noch regelmäßig in die Kirche gingen, war das selbstverständlich. Da redete nicht nur der Pastor über Sterben, da redete die Gemeindeschwester über Sterben. Da wurde auch Sterben in der Gemeinde erlebt. Die Menschen starben zu Hause, sie wurden zu Hause aufgebahrt. Die Nachbarn kamen, hielten Wache, Totenwache, das kenne ich noch, Totenwache am geöffneten Sarg. Die saßen dabei und ließen den Gestorbenen nicht allein. Die Kinder übrigens alle eingeschlossen. Das ist über einen langen Zeitraum ist einfach uns verloren gegangen. Schuldzuweisungen fallen mir da nicht so platte ein. Ich glaube, das ist ein ganz komplexer Prozess. Der hat was mit der Industrialisierung zu tun. Die Industrialisierung hat uns auseinandergebracht. Die Großstädte sind, wie wir Berlin, die sind da explodiert. Im Ende des 19. Jahrhunderts, da ist die Stadt plötzlich eine riesen Millionenstadt geworden, da sind die Leute übereinander gestapelt worden. Da war nichts mehr von dieser ganzen früher verkannten, bekannten Kultur möglich, weil das räumlich gar nicht, und von den Arbeiten ja gar nicht da war. Und dann kommt dazu, dass die Kirche eben auch ihren Einfluss verloren hat. Die Leute lassen sich lieber von irgendwelchen blöden Werbeleuten oder irgendwelchen Amüsierunternehmen was vormachen. Und verdrängen das und das verlieren. Wir verlieren richtig sichtbar die Kompetenz, mit einem zentralen Teil unseres Lebens, nämlich dem Sterben, vertraut zu bleiben. Das ist eine richtige Kulturnot, in der wir da leben. Ich empfinde das als einen richtigen, eine große Not. Also warum ist das so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Sie haben das getan. Weil Leute, die sich nicht klar darüber machen, dass der Tod uns begleitet, und dass er jeden Augenblick kommt, die das wegretuschieren oder wegimaginieren, ihr Leben flach machen, ihr Leben oberflächlich machen, ihr Leben Amüsement angeboten ausliefern. Und dann am Schluss haben sie das Gefühl, oh Gott, was war denn eigentlich mit mir? Ich bin immer nur hinter anderen hergelaufen. Ich erlebe dieses Verdrängen von Sterbeerfahrung als einen richtigen Kulturverlust. Und will mich damit nicht abfinden und suche nur überall und finde in der Hospizbewegung eine erstaunliche Zahl von Leuten. Wir haben jetzt 80.000 ehrenamtliche Hospizhelfer, das ist doch was. Herkler, innerhalb von kurzer Zeit, vor 20 Jahren fingen die erst an, davor gab es doch gar kein Hospiz. Es ist in England angefangen, das war hier überhaupt nicht bekannt. Kein Mensch konnte sich das vorstellen, dass man freiwillig ehrenamtlich anderen hilft, wenn die jemanden Sterbende begleiten. Das hat inzwischen, ich finde, eine erstaunliche Wirkung und es gehört inzwischen wirklich zum guten Ton, dass wir Hospizangebote haben in den Städten und auch in den kleineren Gemeinden schon. Da spüre ich ein Hoffnungsschimmer. Also wer das schafft, der
sorgt sich, glaube ich, um unsere Biografien. Ich möchte auch gerne, dass das nicht nur alte Leute machen. Ich möchte auch gerne, dass wir wieder vertraut werden damit, dass man auch mit Kindern auch Sterbeerfahrungen ganz undramatisch machen kann. Ich bin doch vor dem Krieg geboren, ich habe den Krieg erlebt mit meinen Geschwistern. Ich habe so viele sterbende Leute und tote Leute schon im Krieg erlebt. Da war ich 5, 6, 7 Jahre alt. Die Eltern, Geschwister, die haben mir das alles beigebracht. Ich bin doch deswegen nicht ein depressiver Kriegskindfall geworden, sondern das gehört zu meinem Leben dazu. Und natürlich habe ich später immer wieder solche Erfahrungen gemacht. Ich bin durch das nahe Begleiten von Sterbenden nie in einen Erschöpfungszustand gekommen, nie in eine Resignation gekommen, sondern alle, so unterschiedlich sie waren, auch so anstrengend sie waren, die Sterbebegleitung, die ich gemacht habe, haben mir etwas für mein Leben gegeben. Das Carpe Diem-Gefühl. Ja, das klingt ganz komisch. Ja. Nee, wenn man das normalerweise sagt, so, der spinnt, ja, dem haben sie was in Tee getan oder in das Wasser getan. Nein, das stimmt wirklich. Wer die Erfahrung macht, jemanden beim Sterben zu begleiten, der wird mir das bestätigen. Da gibt es Augenblicke, da gibt es Situationen, wo ich plötzlich merke, das ist auch für mich wichtig. Ich kriege was zurück. Und ich gehe dann für mein verbleibendes Leben anders durch den Tag, als wenn ich das nicht erlebt hätte. Die beiden, die bei uns gestorben sind, das war ganz schmerzhaft. Die wollten beide nicht sterben. Die haben bis zuletzt dagegen gekämpft. Das ist nun schon über 20 Jahre her. Und die sind gegenwärtig. Können Sie sich das vorstellen? Die sind noch unter uns. Selbst die Kinder, bei dem Klaus waren die kleinen Enkelkinder schon bei uns da. Die haben in seinem Sterbezimmer gespielt. Als er gestorben ist, haben die Verstecken gespielt unter seinem Bett. Das hat die nicht verschreckt, sondern das hat die vertraut sein lassen. Und solche Erfahrungen, ich finde, da müssten wir wieder lernen, entspannt drüber zu reden und uns auszutauschen. Nicht immer mit erhobenem Zeigefinger, nicht immer, du musst. Nein, du tust was für dich, wenn du dich darum kümmerst. Du bereicherst dein Leben, wenn du diese Erfahrung an dich rankommen lässt. Das macht dein Leben ja anspruchsvoller. Es gibt eine Tiefenschärfe, die man nicht kriegt. Und das finden Sie in der Literatur. Ich bin gerade wieder beim Camus-Lesen. Ich habe entdecke wieder Camus. Also als Junge war ich ein Camus-Fan. Ich habe alles fast auswendig gelernt. Und jetzt, als nicht mehr so ganz frischer, entdecke ich wieder ein wunderbarer Autor, der das kann, der das schreibt. Aber es gibt auch viele andere Beispiele in der Literatur. Das sind gute Texte, die sind kostbar. Und die würde ich gerne allen irgendwie zugänglich machen. Da würde ich gerne sagen, nehmt das so, wie das ist. Darf ich noch was Optimistisches sagen? Ich beobachte inzwischen im großen Fernsehen, im großen Filmgeschäft, dass die plötzlich diese Themen entdecken und dass sie wunderbar spielen. Wer hätte gedacht, dass dieser Film Ziemlich beste Freunde, dass das ein Welterfolg wird, ein riesen Welterfolg wird. Früher hätten wir doch gesagt, das kann man Leuten nicht zumuten, so eine schrille Geschichte, dieser arme Kerl, der bis zum Hals gelähmt ist und dann noch einen halbkriminellen Afrikaner dazu, traut sich noch nicht mal Pastor zu predigen, dass das möglich ist. Und die leben das. Und das wird angenommen, und zwar nicht nur von so ein paar Profis, sondern ein Weltpublikum. Wunderbar. Oder dieses, als ich Jane Fonda und Geraldine Chaplin in diesem Film gesehen habe, da ziehen wir zusammen, dass diese Weltstars es hinkriegen, ihr Sterben oder in dem einen Fall auch das Verwirrtsein des Ehemanns, der wegläuft und der das Wasser laufen lässt und die ganze Wohnung zerstört und so. Alles Erfahrungen, die Leute, die mit Demenz zu tun haben, kennen. Dass das so dargestellt wird, dass ich sage, Mann, das sind doch tolle Leute. Mit denen will ich was zu tun haben. Also, dass wir lernen, das nicht in so einer Nische mit so gedimmtem Licht und alle tragen dunkle Klamotten, so wie hier die meisten, sondern die tragen da bunte Sachen und die sind normal und die sind fröhlich und die sind auch ein bisschen verrückt.
Die Jane Fonda, die wünscht sich einen pinkfarbenen Sarg. Ich dachte immer, wie kommt die denn auf so eine Idee? Ja, und dann merkt man aber, so geht sie mit ihrem Sterben um. Wenn wir das schaffen, was da die Filmleute uns im Augenblick vormachen und mit großem Erfolg machen, dann haben wir was getan für unsere Gesellschaft. Dann haben wir ein Stück in unserer Gesellschaft, ich glaube, mehr Menschlichkeit, mehr Mitmenschlichkeit, gerade in solchen Grenzsituationen verständlich vermitteln können. Das würde ich gerne einwünschen. Darf man übrigens nicht der Politik überlassen. Also das finde ich eine ganz dürftige Entschuldigung, wenn Leute sagen, ihr in der Politik, ihr habt ja Schuld an der ganzen Sache. Nee, das ist ein gesellschaftliches Problem. Da kann Frau Merkel sich mutieren zu einer Sterbepredigerin, will sie ja gar nicht, soll sie auch gar nicht, aber die kann das nicht schaffen alleine. Das müssen wir untereinander praktizieren. Egal, wer da regiert, wir müssen in unserem Alltagsumgang das wieder an uns ranholen und nicht immer sagen, Politik, nimm mir das mal ab oder so. Was soll denn Politik machen? Die kann doch nicht das Trauern abnehmen, die kann doch nicht das sich öffnen auf einen Sterbenden, einem verorten, das kann man doch nicht ins Gesetz schreiben, das geht doch alles gar nicht. Wer will das denn exekutieren? Das müssen wir leben. Und da möchte ich gerne werben dafür. Mit meinen Büchern, mit meinen Reden, darum bin ich auch hierher gekommen. Wir haben Sie nicht vergessen, meine Damen und Herren, aber es ist so schwer, dieses Gespräch zu beenden, weil ich könnte Ihnen noch Stunden zuhören und ich denke, es ging Ihnen genauso. Und bestimmt drängen sich Ihnen auch noch einige Fragen auf. Sehen Sie, ich wusste es doch. Ich halte es fest. Nee, Moderatoren dürfen das nie aus der Hand geben, das lernt man ganz am Anfang. Also mich interessiert noch Ihr Buch, wo Sie in diesen 14 Wohngemeinschaften mit Demenzkranken gewesen sind. Können Sie da vielleicht kurz noch was drüber sagen? Haben Sie da auch negative Erfahrungen gemacht? Und nur um das kurz zu charakterisieren. Und ich sage noch kurz Ihren Namen, wenn ich darf. Dr. Bettina Held stellt diese Frage. Herr Scherf. Also, ich bin so einer, der gerne die positiven Erfahrungen nach vorne stellt, weil ich denke, negative Erfahrungen, die kriegen Sie überall und da will ich keinen Wettlauf mit den anderen machen. Darum finden Sie in meinen Büchern eigentlich durch die Bank weg positive Erfahrungen, obwohl ich natürlich auch Enttäuschung erlebt habe und obwohl ich auch alleingelassene Leute erlebt habe. Also wenn Sie in Wohngemeinschaften mit Leuten, Pflegewohngemeinschaften mit Leuten zusammenkommen, die null Besuch von ihren Verwandten kriegen, null, wo die Verwandten, die Kinder und die Angehörigen einfach sagen, nun haben wir sie untergebracht und nun ist es gelaufen und nun kümmern wir uns nicht. Das ist bitter. Die sind mir begegnet. Die sagen das dann auch. Wenn man dann vertraut mit ihnen ist, dann kriegt man das auch mit. Also da habe ich auch Enttäuschung erlebt. Da muss man dann eben das kompensieren, muss man irgendwie darüber weggehen. Also ich habe da nicht darauf insistiert, also ich habe dann nicht noch diesen Kummer noch größer machen wollen, sondern habe dann irgendwie gesagt, nun sind wir jetzt ja hier zusammen und nun machen wir das Beste draus und nun gehen wir mal in den Garten und arbeiten im Garten oder wir arbeiten am Essen. Man muss was zu tun haben. Wenn man mit demenzerkrankten Leuten, auch mit Alzheimer erkrankten Leuten zu tun hat, bleibt es bis wirklich in ein hohes, schwieriges Stadium dieser Erkrankung ganz wichtig, dass man noch was zu tun hat. Dass man nicht einfach nur sitzt und wartet, bis man was vorgedreht bekommt. Und sobald man was zu tun hat, dann geht es. Ich erinnere mich an einen, habe ich im Hüsselhus kennengelernt, das ist eine Pflegewohngemeinschaft, die Landfrauen organisiert haben. Ehrenamtliche Landfrauen in der Nähe von Stadeln. Da habe ich einen alten Bürgermeisterkollegen aus Buxtehude wieder getroffen. Völlig verwirrt, der immer nur rumbrüllte, keiner verstand ihn. Furchtbar laut brüllte. Ich dachte immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann man das lange aushalten? Und da habe ich gedacht, früher habe ich den mal geduzt. Ob der das noch kapierte, wusste ich nicht. Ich habe dann einfach gesagt, komm, jetzt gehen wir raus. Und er konnte ganz müßig gehen, aber ich habe ihn ja dazu gebracht. Sobald wir im Garten waren, hört er auf zu brüllen. Und dann habe ich ihn dazu gebracht, in seinem Rollator sich auf den Rollator setzen und dann haben wir an so einem Hochbeet gearbeitet. Also Unkraut gerupft, so wie das eben geht. Da war er friedlich. Am Schluss, als ich dann Tschüss sagte, nach einer Woche, hat er mir als Dankeschön mit völlig verwirrtem Kopf
5 auch von ihm geerntete Wurzeln geschenkt. Das war nun sein Geschenk. Ich, so habe ich kapiert, also dass er damit sagen wollte, ich habe nun für dich hier dafür gesorgt, dass hier 5 Wurzeln oder 6, weiß ich nicht mehr, das, und die ziehe ich jetzt für dich raus und die sollst du kriegen. Also so kriegt man manchmal ja, Menschen, die gar nicht mehr erreichbar sind, dann doch noch erreicht. Eine weitere Sache muss ich Ihnen erzählen. Ich war mal in einer Wohngemeinschaft, da war einer, ein Mann, der war so schlecht gelaunt, der war nur am Schimpfen. So ähnlich wie mein Bürgermeister, aber den konnte man noch verstehen. Und schimpfte auf die Frauen, wollte aber nach Hause und hatte gar kein Zuhause mehr. War unleidlich. Und dann habe ich auch gesagt, nun machen wir mal was, wir beiden Männer. Und lassen die Frauen alleine Kaffee und Kuchen essen und so, so immer dasselbe. Und dann bin ich mit dem raus und nach einer halben Stunde sind wir an einen Bolzplatz gekommen. Da spielten Jungs Fußball. Und er, wie verwandelt, ging auf die Jungs zu und zeigte denen, wie man Elfmeter schießt, wie man über die Mauer schießt, wie man Ecken schießt. Später hat er mir gesagt, er wäre früher Fußballtrainer gewesen. Das wusste keiner. Und nur diese Jungs haben ihn an seine Fußballtrainerzeit erinnert. Und das hat ihm wieder Freude gemacht. Als ich mit dem nach Hause gekommen war, war der wie verwandelt. Die haben gedacht, ich hätte dem was in Tee getan. Nein, die Jungs, die wir zufälligerweise erreicht haben, die haben ihn nun wieder auf sein schönes, altes, früher mal, ich weiß nicht wann, Erfolgserlebnis als Fußballtrainer gebracht. Und die haben ihm dann wieder Spaß gemacht. Der war entspannt. Hält nicht lange an. Am nächsten Tag fing er wieder an zu knurren. Da habe ich gedacht, ihr müsst jeden Tag irgendwas mit Fußball erfinden. Ihr müsst den hier nicht bei euch festbinden oder so oder einsperren. Das bringt ihn auf 180. Das hält er nicht aus. Nein, ihr müsst euch überlegen, wo bei uns wird Fußball gespielt. Nicht Hertha, sondern hier die Kleinen. Hier die Kleinen, die da überall so rumkicken und die natürlich auch sich freuen, wenn da sich einer kümmert und dann noch einer, der mal Fußballtrainer war, der noch Ahnung hat. Und wenn ihr dem das organisiert, dann habt ihr einen entspannten Wohngemeinschaftsfreund. Machen die auch. Also ich habe das erlebt vor drei Jahren und seitdem kommen die mit dem besser klar. Also solche Sachen habe ich erlebt. Also am Anfang eine herbe Geschichte, dass eben auch solche Wohngemeinschaften nicht alles schaffen können. Die stehen manchmal auch wieder Ochs vom Berge da und sagen, was machen wir bloß mit denen? Und wenn dann irgendwas an Angeboten dazukommt, die auf die jeweilige Biografie passen, irgendwie, wir sagen in Bremen, andocken. Also wenn man einen Punkt gefunden hat, wo man bei einem, der nun Mühe hat, seine Interessen und seine Lebenssituation zu sortieren, wenn man da irgendwo andocken kann, wo er sagt, ja, da bin ich dabei, dann kann man ihn da rausholen, sowas. Es gelingt leider nicht immer. Also man muss auch Enttäuschung hinnehmen können. Ich wäre ja völlig unrealistisch, wenn ich sagen würde, ich habe den Weg entdeckt, dass nun alle Demenz- und Alzheimer-Kranken fröhlich alt werden können. Nein, nein, es ist eins von vielen anderen Angeboten, aber sie ziehen. Darf ich noch bei Alzheimer was sagen? Ich habe vor 14 Tagen in Hamburg auf der Mönckebergstraße, das ist so wie hier Kudamm, ja, mit Leuten zusammen für Alzheimer-Arbeit geworben, mit einer Ausstellung mit einem, die nannten das Konfetti im Kopf, so heißt inzwischen die Initiative. Also sowas Schönes. Und wir haben da ein riesen Publikum, Mönckebergstraße, das ist wirklich, da rennen sie einen um. Ja? Und die sagen, was macht ihr denn da? Ihr geht mit Alzheimer? Und dann hatten wir auch Fotos, also große, nicht so diskrete wie Sie, sondern so richtig große Porträts und so. Alzheimer-erkrankte Menschen, die immer den Betreffenden anguckten, der sie fotografierte und wo man bitte sehr Zugang kriegen sollte zu den Personen. Also das sind keine Personen, die wir verloren haben und wo nichts mehr läuft, sondern das gelingt. Also ich bin da beschwingt nach Hause gefahren. Ich dachte, guck mal an, du kannst über Alzheimer reden mit so einer verrückten Formel, Konfetti im Kopf. Ich hätte mich selber nie getraut, sowas zu formulieren, weil das ja irgendwie
wie Jux klingt, ja, wie unernst. Es geht, es erreicht Leute. Und ich habe da mit pflegenden Angehörigen zusammen geredet und wir haben uns da auch öffentlich dargestellt. Es geht Erstaunliches. Herr Scherf, ich würde vorschlagen, wenn jetzt keine ganz, 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 ganz dringenden Fragen für die Runde sind, es gibt gleich Zeit für das bilaterale Gespräch noch. Haben Sie noch eine kurze? Herr Scherf kann bestimmt auch super kurz antworten, ich bin mir ganz sicher. Nee, das kann ich leider schlecht. Doch, das schaffen Sie. Versuchen Sie mich kurz. Eckhard Lockau, Lebenshilfe Berlin. Herr Scherf, ich würde mich einfach nochmal dafür interessieren, in Ihrem Mehrgenerationenhaus, wie sehen Sie die Zukunft oder wie denken Sie die Zukunft über die Generationen hinweg? Das ist ja ein Thema, was unsere Gesellschaft in der Breite doch interessiert. Wie kriegen Sie sozusagen die jungen Menschen in Ihr Haus, in Ihre Lebensgemeinschaft mit rein, mitzuerleben? Sie haben das ja im Bereich der Hospizarbeit schon so ein bisschen einfach mal geschildert. Vielleicht können Sie da nochmal weiterdenken. Sie schaffen das in einer Minute, Herr Scherf. Sie müssen mich unterbrechen. Ich habe Ihnen gesagt. Ich habe Ihnen das gesagt, dass ich immer zu lange rede. Also wir haben den Vorteil, dass wir mitten in der Stadt sind und dass wir auch günstige Bedingungen haben und bei uns stehen die Studenten Schlange. Also so. Wir haben überhaupt kein Problem, junge Leute finden. Wir müssen eher sagen, wir wollen hier kein Studentenwohnheim sein, sondern wir wollen hier Leute haben, die also länger und auch schon die Berufsanfänger sind, die ihren ersten Anfang machen und so. Also wir wollen nicht ein Studentenwohnheim werden, obwohl das eine gute Idee ist. Studenten mit Alten zusammenzubringen, ist eine wunderbare Idee, dass man dann sagt, wenn ihr dann wirklich Zeit habt und dann auch mithelft, dann könnt ihr eure Miete da erarbeiten. Das ist doch toll, dass also Studenten dann ihre Miete erarbeiten können und dadurch, dass sie präsent sind und dadurch, dass sie abends oder nachts anrufbar sind. Also in der Großstadt gelingt das ohne Mühe. Auf dem Land ist das schwieriger. Und wenn Sie in den neuen Bundesländern sind, das ist schwierig, wo die jungen Leute alle abhauen. Ja. Da müssen Sie sehr anstrengen, wenn Sie da ein generationsübergreifendes Projekt kriegen wollen. Geht aber auch. Ich kenne in den neuen Bundesländern eine ganze Reihe arbeitende, lebende Mehrgenerationenprojekte, die richtig zeigen wollen, wir bleiben zusammen. Wir lassen unser Städtchen und unser Dorf hier nicht leerlaufen, sondern die bleiben, die tun was gemeinsam und dann entstehen solche Konstellationen, die ich immer kräftig unterstütze, wenn ich sie mitkriege. Aber ich weiß, dass es auf dem Dorf viel schwieriger ist als in der Stadt. Also einfach, weil die Jungen dahin gehen, wo sie die Arbeit finden. Das ist doch ganz klar. Das würden wir da auch machen, wenn wir jung wären. Wir würden doch nicht nur um der Eltern willen auf dem Dorf bleiben und arbeitslos werden wollen, sondern wir würden doch immer dahin gehen wollen, wo man sich beruflich entfalten kann. Das ist doch ganz verständlich. Also die kann man doch gar keine Probe machen. Und darum gibt es da eine komplexere Situation, muss ich so fairerweise sagen. In Berlin ist das überhaupt kein Problem. Also in Berlin junge Leute in Projekte zu kriegen. Ich würde vorschlagen. Also wenn Sie keine haben, ich habe allein als Bremer, ich habe ein paar hundert in Berlin junge Leute, die würden sofort einziehen bei Ihnen, wenn Sie mir nur einen kleinen Tipp geben, die würden sofort die ganze Hand nehmen. Herr Scherf, Sie bleiben bei uns, auch beim Empfang. Und ich bin mir sicher, dass Sie sich extrem freuen, wenn Sie alle mit den Fragen, Anregungen, Gesprächen gleich noch zu ihm kommen und das bilateral oder auch in einer größeren Gruppe machen. Wir haben noch ganz viel Zeit gleich. Jetzt wollen wir aber zum zweiten Hauptpunkt des heutigen Abends kommen, der Ausstellungseröffnung. Deshalb an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dieses sehr schöne und intensive Gespräch an Sie, Herr Dr. Henning Scherf. Vielen, vielen Dank.